Im Nordwesten von Kenia am Viktoriasee liegt die Stadt Kisumu mit über 300.000 Einwohnern. Dafür, dass es die drittgrößte Stadt Kenias ist, geht das Leben hier fast noch gemächlich zu. Etwa 15 Kilometer außerhalb und ländlich gelegen befindet sich die Forsa Base, der Stützpunkt der Arbeit von Friedemann und Selina Etzel. Forsa Ministry stands for reaching out for the children and the family to help them realize their strength and grow and stand in the society. Hauptschwerpunkt der Arbeit sind die Kinder, da bei ihnen die größten Erfolgsaussichten bestehen, sie zu fördern, dass sie eine tragfähige Perspektive für ihr Leben bekommen. Wir haben angefangen, mit den Straßenkindern zu arbeiten. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass es für uns einfacher ist, Kindern zu helfen und eine Perspektive zu bieten, bevor sie auf die Straße gehen. So hat sich die Arbeit mit den Jahren auch stärker in den präventativen Bereich entwickelt. I know, by touching somebody's life, especially children, you change the generation. When you help one child at a time, you have helped the generation behind the child. And also when you help the family from the poverty and to be able to stand, you have helped every child within the family. So my motivation is to change the life of the child and to change the life of the family. Dies ist eine Aufgabe, die Zeit braucht und dabei viel Liebe und Zuwendung in die Kinder investiert. Viele der Kinder sind ausgehungert nach Liebe und sehr anhänglich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Our goal is to reach out for these vulnerable children, to help them reach a point of realizing who they are, realize that it doesn't matter how the past looks like, God loves them. Indem die Kinder Wertschätzung erfahren, werden sie ermutigt, ihre Gaben und Fähigkeiten zu entdecken. Doch nicht nur die Kinder, auch dessen Eltern sollen ermutigt werden, eine von Gott inspirierte Geschäftsidee zu entwickeln und umzusetzen. Die Schule wurde gegründet, um auf die speziellen Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können. Die Schule wird von Dorcas geleitet. As a manager in the school, I deal with one, finances, also the welfare of the teachers, the welfare of the children and the parents also. I make sure everything is going on well. Schulbildung ist die Grundlage, um später einmal einen Beruf erlernen und auf eigenen Füßen stehen zu können. Über 100 Schülern wird dies ermöglicht. Etwa 20 von ihnen sind Internatsschüler, die auf dem Gelände leben. Neben den Lerninhalten werden die sozialen und geistlichen Belange betont und gefördert. Auch der körperliche Ausgleich und Spaß spielen eine wichtige Rolle für die Entwicklung. Auch wird zweimal die Woche die Nationalhymne zusammen gesungen. Dies erfolgt montags und freitags. Immer eine große Aktion. Die meisten der Kinder kommen aus zerrütteten Familien und viele von ihnen sind Halbwaisen. Bei anderen reicht das Geld zum Leben einfach nicht aus, wie zum Beispiel bei der Familie von Erastas. Die Wohnverhältnisse sind sehr einfach. Mit dem wenigen Geld, das der Vater verdient, kann er seine Familie mit 6 Kindern nicht versorgen. Vielfach können die Eltern mit Geld auch nur unzulänglich umgehen und oftmals wird das wenige Geld zum Beispiel für Alkohol ausgegeben.
Doch gerade solchen Kindern soll die Chance auf Bildung nicht verwehrt werden. I came here to get education. I came here so that they can help me, so that I can study well, I can achieve my dreams. My dreams, I would like to become an engineer. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder eine unterstützende Umgebung vorfinden und Freude im Leben entwickeln. Jesus love is very, very wonderful. Jesus love is very wonderful. Stacy, eines der Internatskinder, erzählt uns, was ihr alles Spaß macht. To sing, to pray, to say memory verse, to read the Bible. Ein anderes der Kinder, Vivian, betont, here I found a good foundation for my life with Jesus. Für das Zusammenleben auf dem Gelände ist die Mitarbeit der Kinder erforderlich. Es gibt auch ein wenig Landwirtschaft, wo sich die Kinder einbringen können. Zur Selbstversorgung gibt es neben Hühnern auch eine Milchkuh, die ganz traditionell gemolken wird. Trotzdem muss das ein oder andere auf dem Markt besorgt werden. Hier geht es noch sehr traditionell zu. Wasser muss nicht mehr unten von der Quelle geholt werden, seit es seit ein paar Jahren eine eigene Pumpstation gibt. Für das Waschen der Wäsche sind die Kinder selbst verantwortlich. Kimani, der auch schon viele Jahre im Programm ist, macht sich praktisch nützlich. Das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten spielt für die Förderung und Entwicklung der Kinder eine entscheidende Rolle. Manch andere Schule ist nicht in der Lage, all die Bedürfnisse der Kinder abzudecken. My background plays a big role in this work because of the way I grew up. It was not easy. There was a lot of problems, a lot of needs. When people come to me with that knowledge, then I'm able to understand them. I'm able to feel with them in their situation and their needs, and we can go along in the right way. Ein weiteres Beispiel ist die Familie Okesh. Das Einkommen des Vaters reicht nicht aus, um die Familie versorgen zu können. Da das Schulgeld nicht mehr bezahlt werden konnte, blieben die Kinder einfach zu Hause. 6 Kinder zu versorgen ohne richtige Arbeit ist ein fast unmögliches Unterfangen. Zunächst wurden 3 Kinder in das Programm aufgenommen. Dazu findet vorab ein klärendes Gespräch statt. Hier wird beispielsweise geprüft, ob die Bereitschaft da ist, selbst einen Beitrag zu leisten und ob das, was behauptet wird, auch tatsächlich stimmt. Wenn die Formalitäten geklärt sind, können die Kinder gleich die Schule besuchen. Sie müssen nicht ein Schuljahr abwarten. In diesem Fall wurden die Kinder John, Nelson und Joel aufgenommen. Anfangs müssen die Kinder sich erst noch ein wenig zurechtfinden. These children, most of them come from broken families. Others are orphans, they have nobody at home. And that's why they need so much care in terms of their hearts and their traumas and their personal lives. And that's where we have the church, which helps them connect with God. Auch die Familie Okesh hat sich zusätzlich dazu entschieden, in die angegliederte Kirche zu kommen. Ein weiterer Punkt ist, warum wir unsere Kirche gegründet haben, ist, dass wir erst versucht haben, die Kinder in die lokalen Kirchen hier zu integrieren, was aber nicht sehr gut funktioniert hat, da die meisten Kirchen einfach keine guten Kinderprogramme haben und auf die Kinder eingehen können mit ihren Nöten. Die Freude an Gott kann ganz natürlich zum Ausdruck gebracht werden. Um Gott als den Vater zu erleben und für die Heilung der gebrochenen Herzen, spielt der Lobpreis eine wichtige Rolle.
Der Gottesdienst ist sehr lebendig. Er ist für die älteren Kinder und die Erwachsenen gedacht. Für die Jüngeren gibt es parallel dazu eine Sonntagsschule. Unter der Woche gibt es auch noch andere biblische Kinderprogramme. When you do such a kind of work, people would wonder why. Because some of the children or some of the families, they are so poor that even people may not imagine why you should go to them. Why are you? What are you getting after helping them? So this is a challenge because people think it is not important. But for me, it is very important to touch somebody's life and bring a change. Ein ermutigendes Beispiel hier ist Alice, die schon sehr lange im Programm dabei ist. Sie ist vollweise, aber ein sehr fröhliches Mädchen mit klaren Vorstellungen. I thought life was hard, but simply because of this place, I have seen that life is valuable. With God in our heart, with them taking care of us, life has been something good to me and to all the other kids. Eine persönliche Herausforderung für mich ist immer wieder, die Balance zu halten zwischen Familie und Arbeit. Zu jeder Tageszeit kann jemand vor der Tür stehen und um Hilfe bitten. Doch die Mittel sind begrenzt und es ist nicht immer leicht, Menschen mit großer Not wegschicken zu müssen. Thank you, teacher. You are welcome. Thank you. Für den Bereich Schule ist es immer schwierig, gute Lehrer zu finden, die auch geistig die Arbeit mittragen und diese langfristig zu halten. Ein weiterer Punkt ist auch immer wieder, fähig zu sein, auf alle persönlichen Probleme und Nöte der Mitarbeiter und Kinder einzugehen und diesen gerecht zu werden. Außenstehende sehen den Dienst von Forsa als alternativlos. Most of the NGOs are going to town, but Freddy and Selena came and lived with us in right in the village, where most people are living under a dollar in a day. Eine Arbeit, die Potenzial hat und ankommt, wo sie benötigt wird. Ein Dienst, der klare Visionen und Ziele hat, wie er sich weiterentwickeln möchte. Oder in der Zukunft planen wir noch mehr Klassenräume zu bauen, dass wir auch fähig sein werden, einfache Ausbildungsprogramme den Kindern später anzubieten. Und auch ein weiteres Boarding-Schulhaus, dass wir noch mehr Kinder hier auf dem Gelände aufnehmen können, dass sie hier wohnen können. Soweit die Bestandsaufnahme für Kisumu. Forsa Ministry unterhält noch einen weiteren Standort. Dies ist in etwa eine Tagesreise weit von Kisumu entfernt. Nach etwa 3 Stunden Fahrtzeit in östliche Richtung von Nairobi erreicht man die Stadt Kitui. Von hier sind es nochmal etwa 40 Kilometer zum kleinen Ort Kavisuni. Es ist die Herkunft von Selina Etzel. Ihr Bruder Joshua Mukala leitet diesen Zweig der Arbeit, dessen Hauptschwerpunkt eine Schule ist. Die Gegend hier ist recht heiß und trocken und entsprechend arm sind die Menschen. Sie haben keine Möglichkeit, das Schulgeld aufzubringen. And that's why it is necessary to have this school in Kitui to help these children get education and get established in their life. Es ist die einzige im Dorf. Es wird derzeit von über 80 Kindern besucht. Etwa 10 Lehrer kümmern sich um die Schüler, sodass die Klassen klein sind und die Kinder individuell gefördert werden können.
head teacher of this school, Fosa Kapsu. I love it. I like the job here because mostly the pupils are very encouraging, very sharp in getting whatever we are doing. In der Pause erhalten die Kinder auch eine Mahlzeit und müssen dafür diszipliniert einstehen. Joshuas Frau hat das Essen zubereitet. Neben dem Unterricht steht auch Sport auf dem Programm, was manch einem trotz der Hitze Freude bereitet. Na unganisha wazazi, walimu, watoto na community. Alafu watoto wale tunawapata na shida huko kwa community. Tunawasaidia na wa sponsorship. Etwa 20 der Kinder werden über eine Patenschaft unterstützt. Eine von ihnen ist Bendetta. Sie lebt alleine mit ihrer Mutter und 5 weiteren Geschwistern in sehr einfachen Verhältnissen. Die Mutter hat keinen richtigen Job und schlägt sich so durch. Das Bett müssen sich die 6 Kinder gemeinsam teilen. Wie das funktioniert, ist nicht so gut vorstellbar. Durch die Schulbildung soll den Kindern nicht nur eine bessere Zukunftsperspektive geboten werden, sie sollen auch Liebe und Anerkennung erfahren und so persönlich gefestigter aufwachsen. Das treibt auch Joshua an. Natürlich gibt es auch hier Wünsche und Anregungen, wie die Arbeit verbessert werden kann. Tunaweza kusaidiwa ikiwa tutapata school bus, tupate boarding facilities na to fence our school. Sasa tutakuwa safe. Letztendlich kann man hier mit relativ geringen Mitteln recht viel erreichen. Deshalb hat die Arbeit auch ein großes Entwicklungspotenzial. Our joy it is to see these children changing and reaching their destiny. And it is not possible to reach there without your help. So our prayer is that you can become part of us by giving us your donations so that we are able to reach the child through education, through the church, and through social life so that they can be established. Viele von diesen Kindern haben oft keine Eltern mehr und werden von ihren Verwandten vernachlässigt. Und auch staatliche Hilfe gibt es keine. Und aus diesem Grund sind wir oft die einzigste Hoffnung, dass wir diesen Kindern eine Perspektive für ihr Leben bieten können. Mit nur 2 Euro pro Tag können wir ein Kind komplett versorgen. The help you can give to us, not only the money, but even prayer and motivation as an encouragement, and you are welcome to visit us. We have a room for you. You can come. Das lässt sich sehr gut mit einem Urlaub in Kenia verbinden, denn es gibt hier allerlei spannende Aktivitäten. Angefangen bei einer gemütlichen Bootstour über den Viktoriasee, bei der man das Leben der Menschen beobachten kann und auch mal ein Nilpferd Hallo sagt. Eine Fahrt über Land kann auch sehr abwechslungsreich sein. Kitale ist die letzte Stadt, bevor es 2,5 Stunden über Schotterpisten zu dem Mount Elgon hochgeht. Am Ende der Straße kann man schön übernachten. Von hier führt eine fantastische Wanderung durch die einzigartige Bergwelt. Es sind hier meist nur wenige bis gar keine Menschen unterwegs, so kann man besonders morgens auch die scheuen Tiere sehen.
Der riesige Vulkankrater des Mount Elgon ist sehr beeindruckend. Der gesamte Weg zum Gipfel auf über 4200 Meter dauert nicht länger als 4 Stunden. Weiter unten leben auch verschiedene Tiere, vor allem Affen. Der schwarz-weiße Stummelaffe gehört zu den interessantesten. Viele wilde Tiere sind natürlich bei einer Safari zu entdecken, wie hier im Nakuru Nationalpark. Er liegt ca. 3 Stunden von Kisumu entfernt. Tiere zu beobachten ist einfach schön. Wem das nicht genug ist, ein gutes Stück östlich von Kisumu liegt der See Bogoria mit seinen 1000 Flamingos. Ganz in der Nähe davon ist der See Baringo, wo neben Nilpferden und Krokodilen vor allem der Seeadler beim Fischen zu beobachten ist. Ein sehr beeindruckendes Schauspiel. Ein ganz besonderer Ort ist Kapedo, wo die Stämme der Pokot und der Turkana nebeneinander leben. Die Gegend ist sehr trocken und in Kapedo gibt es heiße Wasserfälle aus einer Quelle, die den Fluss speist, den beide Seiten für ihre Tiere benötigen und für sich beanspruchen. So gibt es regelmäßig tödliche Zwischenfälle. Die Viehhirten sind vielfach mit Maschinengewehren bewaffnet. Für Spannung ist gesorgt, Kenia wartet auf euren Besuch.